In Alplanversion 2011 wurde auch die Fassade erweitert und ergänzt um die Schemaeinstellungen und um die Texturen. So kann hier eine Fassade eingebaut werden. Natürlich wählt man den richtigen Fassadentyp aus und hat dann die Möglichkeit, über die Schemaeinstellungen ein sich wiederholendes Fassadenfeld zu unterteilen und mit den Objekten entsprechend zu versehen. Die Unterteilungen können dann auch als Favoriten gespeichert oder geladen werden. Dann könnte ein Schema so aussehen wie dieses Feld. Des Weiteren können gleich bei den Bauteilen die Texturen zugewiesen werden. Bei den Paneelen kann man eine entsprechende Textur zuweisen. Dann wird natürlich die Fassade eingebaut. Und schon ist die Fassade fertig. Die fertige Fassade kann man sich am Stockwerk oder am ganzen Gebäudemodell ansehen. So finden wir hier über das Animationsfenster die gesamte Fassade. Auch die Nachbearbeitung der Fassade wurde um einiges vereinfacht. So kann die Fassade leicht nachbearbeitet werden. Über die rechte Maustaste im Kontextmenü sind dann alle wichtigen Optionen drinnen. So kann man auf einfache Weise noch eine Türe ergänzen. So wurde die Fassade durch die Nachbearbeitung um die Türe ergänzt, wie man es hier sieht, und außerdem wurden unten die Paneele durch die neue Textur ergänzt. Dies waren auszugsweise einige der vielen Neuerungen in Allplan Version 2011.